Und da ist das Thema Leihmutterschaft natürlich ein ganz besonderes, weil es, glaube ich, auch ja, eine emotionale Diskussion, viele Fragen aufwirft. Sie ist in Deutschland noch nicht eingeführt und Katrin Helling-Pla wird das bestätigen, war sicherlich auch heiß in den Koalitionsverhandlungen diskutiert. Ein erster Schritt wurde gemacht, das Ganze in einer Kommission zu bewerten. Ich freue mich jedenfalls, dass die Friedrich-Naumann-Stiftung dieses sicherlich nicht einfache Thema heute mit Ihnen, den hochkarätigen Expertinnen und Experten, diskutieren kann. Und wer vielleicht die Dokumentation gesehen hat, ja ganz anrührend über die Eltern, die aus der Ukraine im Krieg von der Leihmutter dann ihr Baby übernommen haben, der hat vielleicht auch die ganze Tragweite dieses Themas auch sehr anschaulich nachvollziehen können und vielleicht auch ja, das Leid von Eltern nachvollziehen können, die ungewollt kinderlos bleiben und die letztlich dann zu diesen Überlegungen greifen und auch zu diesen Wegen ins Ausland gehen. Ja, wir haben die Situation in Deutschland, Frau Dr. Jasper Winter hat es schon mit einer anderen Zahl angedeutet, ein Viertel der kinderlosen Frauen und Männer zwischen 20 und 50 Jahren sind ungewollt kinderlos und einem Teil dieser Menschen könnten wir mit einer Legalisierung von Leihmutterschaft helfen. Und ich finde, wir sollten das auch tun. Wir haben die Studiensituation, dass inzwischen klar ist, dass das Wohl von Kindern nicht von der Konstellation des Zusammenlebens der Eltern abhängt und auch nicht von der Art, auf die sie gezeugt worden sind. In meiner Arbeit im Deutschen Bundestag wenden sich immer ganz viele Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch an mich, weil sie wissen, dass es mir ein großes Anliegen ist, da auch für Legalisierung und Erweiterung der Möglichkeiten, die unser Embryonenschutzgesetz bietet, dass ich dafür eintrete. Ich finde, der Status quo ist keine befriedigende Lösung. Ich finde, wir müssen das ändern. Ich finde, wir verschließen die Augen vor der Situation, dass Leihmutterschaft längst in Deutschland Realität ist. Darüber hinaus, Sie haben gesagt, rechtspolitische Sprecherin, interessiert mich natürlich auch die rechtliche Situation dieser Kinder. Und wenn eine Leihmutterschaft im Ausland in Anspruch genommen wird, ist eben auch vielfach die rechtliche Situation, die Elternstellung. Sind die Wunscheltern tatsächlich Eltern oder befinden sich die Kinder erst einmal im luftleeren Raum? Ist das natürlich auch mir ein Anliegen, dass Kinder auch in rechtlich sichere Verhältnisse geboren werden. Das Thema hat auch eine frauenpolitische Dimension. Ich kann nicht nachvollziehen, wie wir uns über das Selbstbestimmungsrecht von Frauen erheben können, die eine Leihmutterschaft gerne eingehen möchten, wie wir das denen verwehren, wie wir es als Staat besser wissen als die Frauen selbst. Ich glaube, wir brauchen eine Regelung und so haben wir es in unserem Positionspapier als FDP-Fraktion in der vergangenen Wahlperiode auch gesprochen, beschlossen. Ich glaube, wir brauchen klare Bedingungen, unter denen wir die Leihmutterschaft hier in Deutschland ermöglichen und diese klaren und ich glaube auch, dass wir vielen Gegnern einer Legalisierung den Wind aus den Segeln nehmen, wenn wir uns endlich mal darüber unterhalten, nicht nur ob wir legalisieren wollen, sondern auch wie so eine Legalisierung denn aussehen kann. Ich würde klar die kommerzielle Leihmutterschaft ausschließen. Ich finde, das ist was, was wir nicht tun sollen. Und dann wird immer wieder die Frage gestellt, na, wie soll das denn gehen? Es gibt den Vorschlag und den haben wir auch gemacht und uns erst einmal an einer Regelung beispielsweise, wie sie auch das Transplantationsgesetz trifft, zu orientieren. Das heißt, eine Lebendorganspende darf ich leisten für Personen, mit denen ich verwandt bin oder zu denen ich ein ganz besonderes Näheverhältnis habe. Und ich finde, es ist ein unerklärlicher Wertungswiderspruch, warum ich einer Person ein Organ spenden darf, für diese Person aber keine Leihmutterschaft eingehen darf. Das heißt, eine solche enge Grenzziehung würde in jedem Fall sicherstellen, dass kommerzielle Leihmutterschaften nicht entstehen oder dem deutlich entgegenwirken. Ansonsten, nicht kommerziell hatte ich schon gesagt, das heißt aber natürlich nicht, dass nicht tatsächlich der Leihmutter entstehende Kosten wie Kosten für Untersuchungen, Fahrtkosten zu Ärzten, gegebenenfalls auch eine Versicherung für Spätfolgen der Schwangerschaft oder auch Einkommensnachteile ausgeglichen werden können.
Und ansonsten würden wir noch vorsehen wollen, auch das Teil des Positionspapiers, dass die Leihmutter schon bereits ein Kind zur Welt gebracht hat, damit sie weiß, worauf sie sich einlässt, würden eine Regelung treffen wollen, dass Menschen, die eine Risikoschwangerschaft eingehen würden, entsprechend ausgeschlossen sind und würden, um es rechtlich abzusichern, vor der Befruchtung der Eizelle eine verbindliche Elternschaftsvereinbarung notariell beurkundet vorsehen würden, alles nach familiengerichtlichen Prüfungen und Genehmigungen unterziehen wollen. Das sind teilweise auch oder großteils haben wir uns eben auch die Situationen, wie die Regelungen im Ausland sind, angeschaut und stellen uns eine konkrete Regelung in Deutschland eben so vor und glauben, dass am Ende damit eigentlich allen gedient ist. Den Wunsch, Kindern, die in rechtlich sichere Verhältnisse bei Eltern, die sie lieben, geboren werden, den Wunscheltern, die sich ihren Kinderwunsch erfüllen können und auch den Leihmüttern, die in Deutschland selbstbestimmt helfen können. Dass Leihmutterschaft in Deutschland ja Realität ist. Es gibt tausende Familien, die Kinder über Leihmutterschaft in Deutschland bekommen haben, die also durch diesen Prozess. Also es ist ja schon eine Odyssee, weil wir eben in Deutschland nicht die Möglichkeit haben, Informationen zu teilen aufgrund der Gesetzgebung. Es ist also teilweise sehr schwierig für diese Paare, die Informationen zu bekommen. Dennoch gibt es ja diese wirklich Tausenden von Beispielen. Die haben also dieses Thema durchlebt. Wie ist es mit den Kindern dann einzureisen? Die sind haben das Thema erlebt, wie sie die Kinder dann melden. Das sind ja so die ganzen praktischen Fragen. Dann muss man Kindergeld beantragen. Also diese ganz normalen täglichen Fragen, die dann halt zu klären sind. Dann gehen die Kinder irgendwann in den Kindergarten. Bei den meisten wissen wir es ja gar nicht, dass das ein Kind einer Leihmutter, das ist eine Leihmutter, das Kind ausgetragen hat. Also das ist ja, und dann im Lebensverlauf spielt das auch eine immer geringere Rolle. Es ist natürlich so, und auch für die Kinder, und da gibt es natürlich Studien darüber, da werden wir gleich auch noch zu sprechen. Also ich weiß nicht, ob wir ein unterschiedliches Internet benutzen, aber ich kenne sehr viele Studien, die das belegen über Jahre. Longitudinal Studies, die belegen, dass es den Kindern teilweise sogar, also dass es wirklich keinen Unterschied gibt, ne, zwischen den Kindern aus Leihmutterschaft oder Nicht-Leihmutterschaft Familien. Dennoch haben wir den Verein gegründet. Sie haben das gesagt, wir mussten diesen Verein, wir haben gedacht, wir müssen diesen Verein gründen, denn wir haben auf der einen Seite dieses Verbot in Deutschland, diese Leere auch an Informationen. Oder teilweise eben auch Falschinformationen, die natürlich sich, die dadurch entstehen, durch diesen Mangel auch an Erfahrung. Das ist ganz klar. Und wir haben diesen Verein gegründet, nicht weil wir irgendwie Werbung machen wollen für Leihmutterschaft. Wir sind also in keiner Weise, haben wir also schon gar kein kommerzielles Interesse. Ich glaube, niemand in diesem Bereich, würde ich jetzt unterstellen, hat daran ein Interesse. Aber können wir wirklich als Staat das verbieten, wenn es auch nur eine von 10.000 Frauen ist, die das machen möchte für ein Paar? Können wir das dann wirklich, also haben wir das Recht, dieses Verbot auszusprechen? Und darum geht es eigentlich. Es geht nicht um eine Kommerzialisierung. Und deswegen haben wir den Verein gegründet, um diesen Paaren, die eben, also insbesondere die Paare, die schon da sind mit Kindern, denen eine Stimme zu geben, aber natürlich auch, um Paaren die Möglichkeit zu geben, sachliche Informationen zu geben, die also nicht sozusagen gefärbt sind. Und es gibt natürlich in dem Bereich, weil es ist ein sehr komplexes Thema, da gebe ich absolut allen recht, die sich mit dem Thema befassen. Aber es birgt eben auch, aufgrund der starken Emotionalisierung, birgt es eben auch diese Gefahr der einfach der falsche Information. Und deswegen haben wir diesen Verein gegründet. Es geht jetzt natürlich, wir haben uns sehr gefreut, dass die Frau Helig-Pla und auch, dass die Koalition sich dann dazu entschlossen hat, das Thema aufzunehmen. Seitdem gewinnt das Thema natürlich an Fahrt und wir bringen uns jetzt natürlich auch ein in diese Diskussion, wie kann man das gestalten? Also mir geht es nicht um eine Diskussion, ob wir das jetzt machen oder nicht. Also diese Pro- und Con-Diskussion, die führe ich tatsächlich und unser Verein auch nicht, sondern wir führen rein eine Diskussion darüber, wie man es ausgestalten kann. Und da orientieren wir uns an
an Erfahrungen, natürlich mit Ländern und wirklich Tausenden auch von Paaren, die das durchlebt haben, im Übrigen auch Leihmütter. Es wird ja immer wieder angeführt, so dieser Moment, wenn die Leihmutter dann das Kind abgibt, das muss doch furchtbar traumatisch sein für die Leihmutter. Was traumatisch ist für eine Leihmutter, ist, wenn das Paar, was sich dieses Kind gewünscht hat, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht kommen kann und wenn dieses Kind plötzlich bei dieser Leihmutter bleibt, weil es ist, man muss natürlich diesen gesamten Prozess betrachten. Und der Prozess findet so statt, dass eine Frau, eine Leihmutter, potenzielle Leihmutter eben diesen Wunsch hat, einem Paar, einem ungewollt kinderlosen Paar dazu zu helfen, wirklich so als letzten Ausweg ein Kind zu haben, weil das natürlich der größte Lebenswunsch dieses Paares ist. Und so, und das ist die Motivation. Insofern ist ist eigentlich dieses schlimmste Gefühl ist, wenn das Kind dann eben nicht übergeben werden darf. Das zweite ist, es gibt keine Bindung, tatsächlich, da haben Sie recht, es gibt keine Bindung zum Kind, jedenfalls nicht keine starke Bindung. Die Bindung ist mit den Eltern und also mit den intended, also mit den gewollten oder mit den Bestelleltern. Ja, mit den Eltern, die sich das Kind wünschen. Da ist eine ganz starke Bindung, die häufig auch sehr lange noch anhält, auch zu den Kindern im Übrigen.